willkommen auf meinem Kanal. Endlich passt das Wetter einigermaßen, dass ich das erste Mal mit dem Veltois V911S mal starten kann. Wie gesagt, noch so wirklich bin ich damit nicht geflogen, paar Mal kurz getestet. Wir schauen mal. Ich gebe jetzt die Kamera an meinen Sohn und er versucht das aufzunehmen. Dann starten wir mal los. Ein bisschen zur Seite, da weiß ich noch nicht warum. Vielleicht könnt ihr mir dann helfen, was ich da trimmen kann. Ich kenne mich da noch nicht so wirklich aus. Siehst du da? Gibt es zwei Funktionen: einmal normal und einmal für Fortgeschrittene, dass er ein bisschen zügiger ist. So, zack, abgestürzt. Oh, хорошо, nicht wahr. Der hängt auch so ein bisschen seitlich schräg. Weiß ich auch nicht warum. Kenne ich mich, wie gesagt, nicht aus damit. Aber kann auch schweben. Auf einer Stelle. Wenn es windstill ist. Ist für mich erstmal voll schwer, weil der fliegt nicht dahin, wo ich hin will. So, leider habe ich meinen Sohn aus Versehen getroffen, aber ist nichts passiert. Dann fliegen wir weiter. So, wie gesagt, ich weiß nicht, warum er so seitlich ein bisschen zur Seite hängt. Ich habe schon mal probiert, die ganzen Trimtasten zu betätigen und was zu verstellen, aber hat sich nichts geändert. Der fliegt dann zwar zu Seiten und nach vorne und nach hinten, aber hängt immer noch so schräg zur Seite. Vielleicht könnt ihr mir da mal helfen. Boah.
So, der erste Flug ist vorbei. Ich hoffe, mein Sohn hat alles geschafft aufzunehmen, dass ihr da ein Bild machen könnt. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Mein Sohn natürlich auch. Und wie gesagt, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.